Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer allerersten Folge bzw. einer Vorstellung eines neuen Spiels Legend of Solgard. Ja, ich habe es bis jetzt noch gar nicht ausprobiert. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich denke mal, dass das ziemlich, also es hat auf jeden Fall ziemlich viel Zuspruch und ist bestimmt ganz cool. Wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. So. Also, wir haben eben gerade schon gesehen, es gibt sogar ein Forum dazu. Es gibt auch Gilden. Also, es ist scheinbar schon etwas, ein etwas größerer Hype. So wenig Es ist zu spät, Ratatosk. Selbst du kannst Ragnarök. Oh, Ragnarök, können wir Ragnar, jetzt nicht mehr aufhalten. ja, freut mich, die ist am Stissen. Nee, Ragnarök ist ja eigentlich aus den nordischen Sagen. So, Hä? Ratatosk, ja. Auch aus Vorteil der letzte Ja, aber Spiel? Fortnite, die haben es auch daher. Ratatosk, das Eichhörnchen, hast du einen Raben geschickt, um mich zu finden? Ratatosk, nicht Ratatosk. Ja, es ist kein guter Anfang und zu spät zum Ende der neuen Welten zu erscheinen. Nimm jetzt diese Scheibe und kämpfe, okay. Nur du kannst uns retten. Ende der Welt, geheimes Schicksal, magische Waffe, kapierst du es? So, ah, hier gibt's auch Truhen. Das kennen wir auch schon Clash aus anderen Royale, ich bin Spielen. am Stissel. Eine Raubfote. ein Ach so, Raubpfote. Raubfote. Juwel. Raubfote. Ach du Scheiße. Raubfote. Raubfote. Oh. Oh, guck mal hier. Ein böser Bär. Ach. Ach so, Stärke 2. Brr. Ein Elfling-Juwel. Was? Jetzt weiß man natürlich nicht, Gold könnte. Ich weiß nicht, was jetzt hier. Ja, je nachdem, was hier legendär, episch und Ja, whippy, gewöhnlich. ob Das ist es ein noch gewöhnlicher. gewöhnt, ob es überhaupt Das ist ein ungewöhnlich gibt. gewöhnlicher Unterstützer, steht hier. Ja, wir, ach so, Gold ist natürlich Unterstützer. Common, ja, natürlich, macht Sinn. So, deine Runde. Bist du bereit? Die neuen Welten von Solgard verlassen sich auf dich. Also zersplittere das Eisportal, bevor noch mehr Frostschergen durchkommen. Oh, was gerade sehe, das ist von dem gleichen Macher wie von Candy Crush Saga. Echt, ja? Ja, King. Ja, King, genau, richtig. Das ist der Entwickler, ja. So, die Frostschergen werden uns angreifen. Zum Glück können wir zuerst handeln. Wir haben drei Züge. Nutzen wir sie. So. Wahrscheinlich Was ist. denn? Ah, nee, okay. Wahrscheinlich. Ich habe gerade gedacht, das ist ungefähr genauso was wie Candy Crush Saga ist. Also, dass man dann mit Attacken die Jäger töten muss, aber. Ordne bis zu drei Kreaturen der gleichen Farbe an, um sie zu kombinieren. Ja, das ist ja, sollte ja Leute, eigentlich. wer von euch hat Candy Crush Saga gespielt? Ich schon. Hey, gleich du nicht, ne? Ich habe es nicht gespielt, das habt ihr alle irgendwie gespielt. Ja, das Die Frau war. jetzt, du, deine kombinierten Kreaturen werden angreifen. Okay. Es hat einfach Spaß gemacht damals. Aber ich spiele das heutzutage auch nicht mehr. Der Gegner ist an der Reihe. Der Frostschärger hat überlebt. Jetzt wird er dich angreifen. So, gucken wir mal. Okay. Kombiniere sie. Tipp auf den Fall, um sie zum Kämpfen zurückzurufen. So. Ah, also das ist ja so, ist so ein ähnliches Candy Crush Saga-Prinzip, ne? Nur anders. Ich weiß, das hört sich jetzt bescheuert an, aber man muss auch drei. Bei Candy Crush musst du ja auch drei Sachen miteinander kombinieren. Du hast Schaden am Eisportal verursacht, verursache noch zwei weitere Punktschaden und musst so zerschmettern. Okay. Ich bin mal gespannt, das ist jetzt halt Level 1. Ne? Dann werden wir den da hinsetzen müssen und. Ne? Wieso hat das nicht funktioniert? Ach so. Die müssen untereinander immer sein, oder was? Ehrlich? Was? Die müssen immer untereinander sein. Kann sein, es ist genauso wie Candy Crush Saga oder was? Das sind Dann drei Züge. Oh mein Gott. der und der. Down! So, okay, das Ding habe ich Wie? gewonnen. Kannst du noch ein Level machen? Ganz entspannt. Ja, ganz Von der gechillt. Zeit her passt das locker. Da kannst du wahrscheinlich sogar noch zwei machen, wenn das so kurz, ja. Ich würde mal sagen, Gucken wir mal. sehr kurz ist das Level. Legend of Solgard. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja gut, das war ein Einführungslevel. Das ist natürlich super einfach. So. Oh, da gibt's. Ah! Da gibt's Stufen, alles klar. Da gibt's Stufen.
Und da oben ist ein Drache. Okay, bei Stufe 40. Alles klar. Und wo fange ich an? Bei Stufe 6 gibt es eine Truhe. Und da unten bin ich. Jetzt habe ich Level 1 gepackt. Jetzt geht's runter zu Level 2. Das ist wirklich sowas wie Candy Crush Server. Echt? Ja. Midhok hat in ganz Midgard Portale geöffnet, um Ragnarök aufzuhalten. Müssen wir sie alle zerschmettern und den Ja, pass Drachen mal dann auf, töten. guck Tipp auf mal. das Portal, um zum nächsten Kampf zu gelangen. Guck Was denn? mal, Was denn? das ist genauso aufgebaut wie, also der Titan Screen sieht genauso aus wie in Candy Crush. Ja, okay. Da geht es nämlich auch von Level zu Level so halt, ne? So. Ja, Ja. solche, ja, diese Wege, das machen ja viele. Die stammt aus Niflheim. Niflheim, Niflheim, da steht doch Roffelheim. Niflheim, oder? Ja, Sie kommt über Roffelheim. diese Eisportale hierher. Du kannst ihre Invasion beenden, indem du das Portal zerschmeißt. Okay, machen wir das doch gerade wieder. Also, dann machen wir. Ach so, da kriege ich schon die Anweisung. Wohin? Alter, ich habe ihn doch angedrückt. So, da. Den da runter wieder. Und es ist ganz hoch, ganz großes Kino hier. Ganz große Kunst. Ganz große Kunst, drei Stück zusammenführen, juhu. Aber das wird bestimmt noch später anspruchsvoll. Also, Natürlich. oh, jetzt wird's bestellt. Hallo, guten So, jetzt Morgen. gucken wir Hallo. mal. Ach so, jetzt krieg's ja wieder gezeigt, was ich machen muss. Also für die, sag's jetzt nicht. Also, muss mal überlegen. Aber wieso? Ich habe nur. Wie soll ich denn mit fünf Stück noch was machen? Kann ich? Ach so. Soll das funktionieren? Kann ich den noch größer machen? Keine Ahnung. Nein, geht nicht, ne? Oh, doch. Oh. Du hast nur noch einen Zug. Ja, jetzt ist der Zug weg, aber du hast es doch Ja, geschafft. ja, ja, aber der ist ja jetzt ganz groß. Also du kannst auch fünf Stück miteinander kombinieren. Drei Züge war schon wieder drei Züge. Nee, es sind Ja. zwei sogar nur Den noch. Hä? dahin. Macht Sinn. Den dahin. Was? Macht Wie? keinen Sinn. Wenn du das dann, ach, dann geh dann Was? auf die drei. Es geht doch da Warte mal. sechs rein, glaube ich. Oder? Ja, sechs, da geht sechs rein. Wenn du dann den da Alter, kombinierst, dann was macht läuft er er ins denn? Leere. Was macht er denn? Gar nichts. Warum kann ich den denn nicht anklicken jetzt da? Den kleinen gelben neben den roten. Ja, weil du die anklicken musst, die dir da angezeigt werden. Das ist doch bescheuert jetzt gerade. Welche werden mir denn angezeigt? Mir wird gar keine Die wurde da angezeigt. eben eine angezeigt. Jetzt wird dir keine mehr Ich kann angezeigt. doch nichts mehr machen. Ja, doch. Außer den da oben, den müsste ich doch da drunter Ja, setzen kannst können. du auch. Kann Nein, ich du nicht. kannst die beiden Bären da machen. Guck mal, Wie da kommen denn? die beiden Bären. Die werden da. Ja, danke schön. So, ja, und jetzt habe ich aber nur einen einzigen Angriff. Ist doch wurscht. Nein, ist nicht wurscht. Das hat er dir angezeigt, dass du Das das ist machen sollst. doof. Das ist nicht wurscht. Doch, das ist So, wurscht, weil jetzt kann ich der den aber anzeigt, dann kann ich darunter ja auch nichts setzen. dafür, ne? So, und jetzt kann ich den dahin flatschen und dann habe ich, den kann ich glaube ich nicht mehr damit hinzusetzen, ne? Nein, also. Ja, geschafft, oder? Hast du das Level geschafft? Ja. Ja, den Ragnarök habe ich eingerissen. So. So. Stufenaufstieg. Gratulation, du hast Heldenstufe 2 erreicht. Also, jetzt gucken wir mal. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Zurückziehen. Du kannst jetzt kreatieren. Kreaturen vom Schlachtfeld zurückziehen. Du kannst kreatieren. Kannst du echt kreatieren, Ich gleich? kann kreatieren vom Kraft. Von Kraft. Gott, man merkt, dass ich echt hundeelendsmüde bin. Der Rumble hat mich wieder total ausgelastet hier. Rumble und Siege zusammen, das ist. Na gut, also, die Himmelsscheibe hat mich zu dir geführt. Gehe zum nächsten Portal und ich werde dir zeigen, was die Scheibe sonst noch kann. Ja. So, also, kann ich denn noch irgendwas hier holen? Nein, kann ich nicht. Ich kann auf Spielen gehen. So, Legend of Solgaleth. So, jetzt geht's weiter. Ja, das ist der Spielname hier gleich. Ob du es glaubst Ich oder will bis zu nicht. der Truhe da erstmal hochkommen in diesem ersten Video. Das schaffen wir. Also. Doppeltippe, um eine Kreatur Wie zurückzuziehen. viele brauchst du dafür? Das war Stufe 6, glaube ich. So. Du bist jetzt bei Stufe 3, oder? Ja. Um diese Elfling-Einheit zurückzuziehen. So, okay, dann habe ich den zusammen und da kann ich das doch genauso machen bei dem, oder? Ja, und dann habe ich drei Stück. Genau, und die machen jetzt drei Angriffe. Und jetzt, oh, ich habe eine gegnerische Runde. Okay. Ich kann, ja, wenn ich den jetzt hier zurückziehe, dann sammeln die sich zusammen. Wenn ich den zurückziehe, sammeln die sich zusammen. Habe ich nur zwei? Okay. Deine Runde.
Stehen kann ich eigentlich da runtersetzen. So, und dann kann der auch noch angreifen. Ja, mehr kann ich nicht machen. Ach so, ich kann auch aus der Vorrunde kann ich auch noch mit übernehmen. Guck dir das an, ey. Bäm, jetzt habe ich den Ragnarök schon den Ragnarök schon eingerissen. So. Sammeln. Ich habe eine neue Kreatur. Was ist denn das? Das ist eine Grimm-Axt. Selten. Okay. Belohnung. Sammeln. Weiter geht's. Wir sind gleich bei der ersten Truhe. Let's go, um deine. Okay, dann machen wir das doch gerade mal. Den Stufe ausprobieren. Legend of Soul. Und wer musste deinen Job übernehmen? Was? Irgendwer musste ja deinen Job übernehmen, weil du sonst mal gesagt hast, du darfst wie Legend of Soul. So, den kann ich da. Ja, das habe ich ja vorhin schon gemacht, dass ich fünf Stück zu. Das habe ich ja schon festgestellt, ohne da irgendwie Das ist Anleitung. normal bei so einem Spiel eigentlich. Du verstehst das Spiel schon voller Anleitung. Ja. Es ist fast immer so, das ist so komisch. Ich verstehe Hä, das wie ehrlich viele gesagt kann man denn nicht. eigentlich damit zusammenpushen? Wow. Bam. Damit haben wir schon gleich gewonnen. Das ging aber schnell. Oh mein Gott. Das war eine sehr, 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 sehr schnelle Runde. War das überhaupt eine Runde oder war das einfach nur das Ausprobieren von dieser Grimm-Axt? Gute Frage. Schauen wir doch einfach mal. Spielen. So, jetzt fehlen mir noch zwei Level dafür. Zwei Level. Der wird hier hinzugefügt und wir spielen. Yeah, man. Gucken, wie schnell ich auf Level 40 kommen kann. Auf Level 40? Ja. Du bist Level 4. Ja, Level 40 ist oben der Drache. So. Bist du jetzt Level 4 oder Level 5? Warte, check. Zwei Stück habe ich jetzt noch. Also Level, also. Den ziehe ich mal zurück Ja, dann. also Level 4, ne? Du wolltest ja Ja, Level ja. 6 werden. Ja. Genau. So, und den ziehe ich zurück, weil den brauche ich da auch nicht dafür. Ja, brauchst du nicht. Das macht jetzt gerade keinen Warte mal. Ich Sinn. hab den Sound ein bisschen zu leise, merke ich gerade. So, jetzt. Ja, passt, oder? So. So, also Wir müssen jetzt. einfach ein bisschen lauter sprechen, weil der Sound ist schon auf der höchsten Stärke. Also der höchsten, ja, wie soll man sagen, der höchsten Stufe, sag ich jetzt mal. Alter, ich will die. Achso, ich kann jetzt nichts mehr machen. Alles klar. So, jetzt greifen die zwei da an und hauen da voll durch. Bam. So, okay. Jetzt machen wir den dahin. Den dahin. Habe ich noch einen Zug? Ich habe keinen Zug mehr, ne? Züge übrig. Doch, ich habe noch einen Zug. So, das müsste funktionieren. Soll ich denn das Bild drehen? Nein, auf. Jetzt muss Nein? ich. Okay. So. Oh mein Gott, mein Bär ist tot. Nein. Du bist dran. Ich hab. Also. Den dahin. Und. Nee, ich mach den dann noch. Stopp. Den will ich jetzt gar nicht. Was? Den will ich haben. Den will er nicht. Den dahin. Okay. Okay, also jetzt greift der wieder an. Meine Runde. Jetzt habe ich allerdings. Ah, ich kann noch hier den dahin pushen und den dahin pushen. Dann kann jetzt hier noch neue holen. Bam! Das war eigentlich easy. Ziemlich Jetzt hast locker. du noch ein Level. Ein Level muss ich noch schaffen, dann habe ich das. Dann können wir jetzt mal gucken, was passiert hier. Oh. Gucken. Hilfe. Danke. So, jetzt sind wir schon bei Stufe 5.
Ah, ne, zwei muss ich schaffen. Laden. Gut. Dann. Was hier? Dann. Jetzt ist schon mal alles soweit vorbereiten. So. Okay. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Wenn ich den dahin packe. Genau. Und den. Den dahin packe. Und den dahin packe. Dann habe ich drei Stück, die angreifen können. Aber. Okay. Ja, sonst kann ich damit nichts mehr anfangen. Jetzt den darüber. Halt, was? Warum geht das nicht? Dahin. Und den darüber. Und. Achso. Okay. Der große Scherge wird nur noch eine Runde lang die Stellung halten. Versuche ihn zu zerstören, bevor er angreift. Soll ich das machen? Ja, wenn du deine drei Züge verwendest und den dann, bevor er dran ist, killst. Ja, das kann ich eigentlich jetzt. Oder? Nein, das ist nicht gut. Also ich muss aber. Ich muss den da nehmen. Also ich muss die beiden nehmen. Gucken, ob das funktioniert. Das reicht aber jetzt nicht um den. Och, der hat ja nur einen von mir gekillt. Aber nur einen. Aber es ist einer. Ja, aber nur einer. Einer weniger auf deinem Spielfeld. Ja. Wie lang. Hallo? Wie lang braucht der eine Puppe denn, um den da hinten, um da einen Schaden zu machen? Was? Den dahin? Ja, und dann hoch. Bäh. Ein. Der hat noch 2 AP, also nichts eigentlich. Ne, den ziehe ich. Warte, wie machen wir das? Keine Ahnung. Da hinten und dann ziehe ich den zurück. So, dann habe ich die zusammen. Jo, kannst du. Und den dahin. Ja. Und jetzt rennen die schon vor. Jetzt müsste es aber wirklich. Also ja, jetzt müsste es eingerissen sein. Ja. Sieg! So. Ja, aber. Jetzt gucken wir mal ganz, was wir da bekommen. Warte. Ja, die Truhe kriege ich da erst, wenn ich die nächste geschafft habe. Nein. Doch. Du hast schon 6 geschafft. Nein, die Truhe kriege ich erst, wenn ich das nächste gepackt habe. Nein. Doch. Stufenaufstieg. Das wirst du gleich sehen. Trefferpunkte, ein Mana. Mana. So. Zum Fortfahren. Du hast gesagt, du hast schon 2. Du kannst jetzt Barrieren erstellen, um dich und deine Kreaturen im Kampf zu schützen. Oh, Barrieren erstellen. Alles klar. So. Das Ding ist doch erst eine Stufe weiter dann. Ich glaube, dass ich es erst dann. Hey, du hast noch 2 Stück gemacht. So, da ist doch erst die Truhe. Ach so, die ist bei Level 6. Ja. Oh. Ach doch, ich kann sie jetzt schon öffnen. Oh. So. Was kommt da raus? Öffnen, tippen. Elfling-Juwel und ein Raubpfote-Juwel. Ach, das ist genauso wie ein Clash Royale. Also man kann quasi seine Dinge upgraden. Upgraden? Wie soll das funktionieren? Warte mal, du hast genügend Sonnenjuwelen, um die Elfling-Einheiten zu verbessern. Genau, weil du hast quasi wie in Clash Royale gibt es da so, du brauchst 5 Karten im Upgraden, dann 10, 25, 50, 100 und so weiter. Ah. Das ist, glaube ich, hier genauso, oder? Ja, scheinbar, ja. So wie das aussieht, hier kann ich die upgraden, ja. So, aber dann kann ich das mit Sicherheit nicht nur bei dem Elfling machen, sondern dann kann ich das, oh ne, da habe ich 9 von 10. Ach, da sieht man es, 9 von 10 und 1 von 20. Okay. Alles klar, das bedeutet, hier Gilden gibt's auch. Gilden? Ach da, ja. Gilden gibt's auch. Was haben wir denn? Ja, ich will jetzt keine Gilde. Robinchen aus Deutschland. Hi, Robinchen. Was denn? Choppers. Was ist das denn? Was denn? Guck mal an unserem Fliegengitter. Nein, also Mitte. Mittig. Ja, ich sehe es. Keine Ahnung. Muss das Licht anmachen. Ja. Österreich ist am Start, Paradise, die tschechische Crew, Vikings, so. Bestenliste, dann gibt es auch eine Bestenliste. Oh. Was ist das denn? Ein Falter, kann das sein? Ja, so, dann gibt es auch eine Bestenliste. Okay. Was haben wir da? Pro Gamer, German Brothers. Yeah. Solgard Raiders, Turbo Wolves. Du kannst auch eine Gilde erstellen. Erstell mal eine Gilde. Nein, ich erstelle jetzt keine Gilde. So, aber okay. Das scheint doch etwas größer zu sein, das Ganze. Ja. Wie sieht denn der Shop aus? Lass uns mal in den Shop reinschauen.
Du hast Ge Kreaturen und Götzen. Götzen gibt es auch. Was sind Götzen? Götzen. Zeig mal Götzen. Materialienvorrat, Götzen, stille Götzen mit Formen her, Formen. Was? Jörmungandr, Jörmungandr, Tür. Das sind alles so, okay. Dann gucken wir mal hier rein. Was haben wir? Große seltene Truhe. Große epische Truhe, große massive Truhe, also das Ah, kann man anscheinend mit Gems kann man kaufen. hier Aber man genau. kann sich Gems kaufen. Man kann sich auch Gems kaufen. Okay. Sorry, Leute, man kann sich Gems kaufen, Was ist tut denn mir das da leid. oben? Leute, Eine tut mir leid, Truhe. tu ja gleich tut mir leid. Natürlich kann man sich nur die Gems Doppelt so kaufen. viel Held. Gewinne Kampagnenkämpfe. Belohnung. Anmelde der Tick auf Heldenstufe 4 freigeschaltet. Okay. Also. Alles klar. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Okay. Ich. Von King. Ich bin mal Und gespannt, wie das Snowprint Ganze. hat das anscheinend designt. Wer? Snowprint. Okay. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn Bis es wieder heißt. eventuell wieder heißt, Legends Spielevorstellung. of Solgard oder eine Das kann sein, Spielevorstellung. ne? Also, bis dann Macht's und gut, bis dann und ciao. Servus. Ciao.